Und nur das darf meines Erachtens auch Anfängerbekleidung genannt werden. Von Anfängerbekleidung sprechen wir nicht, wenn wir über minderwertige Sachen sprechen. Wir sprachen beispielsweise über den 90 Euro eBay-Helm. Mach das nicht. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helm Express begrüßen. Wenn wir mit dem Motorradfahren anfangen, ist erstmal die wichtigste Frage das richtige Equipment. Man ist dann immer noch so ein bisschen, ja, was nehme ich jetzt? Nehme ich gleich eine Lederkombi oder doch eher nur eine Textiljacke oder hier und da? Brauche ich das auch schon vor der Fahrschule? Brauche ich das zu den ersten Fahrstunden oder hat der Fahrlehrer für mich einen Helm? Darüber sprechen wir in diesem Video. Ich werde auch in diesem Video einige unserer anderen Videos verlinken, sodass ihr euch anschauen könnt, was wir noch so gemacht haben. Aber das soll erstmal so eine grobe Information sein, was man machen kann, wenn man neu im Hobby ist. Um mal so die erste Frage zu klären. Ihr solltet auf jeden Fall vor eurer ersten Motorradfahrstunde euer Equipment zusammen haben. Das heißt also zumindest mal, ein Helm ist der zentrale Baustein von allem. Ihr solltet im Idealfall eine komplette Kombi haben. Ob Leder oder Textil ist euch überlassen. Die sicherere Variante ist auf jeden Fall Leder. Zu beiden Varianten haben wir schon Videos gemacht. Dementsprechend bitte in die Videobeschreibung schauen. Dort verlinken wir euch jetzt die Videos, die wir dazu gemacht haben. Deswegen also für jemanden, der sich wirklich interessiert, auf jeden Fall mal die Videobeschreibung aufklappen. Da verlinken wir jetzt alles, worüber wir in diesem Video sprechen und wir schon Videos zu gemacht haben, zu dem Spezialthemen quasi. Also Helm, Kombi, Leder oder Textil, Handschuhe, Stiefel, Pflicht vor der ersten Fahrstunde. Ihr braucht das sowieso, also schiebt das jetzt nicht nach hinten raus. Wenn ihr sagt, oh, eine Ausrüstung kann ich mir gerade noch nicht leisten, dann solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr vielleicht den ganzen Führerschein nochmal irgendwie eine Saison verschiebt oder eben so lange, bis ihr euch das leisten könnt. Auch macht es wenig Sinn, erstmal nur einen Führerschein zu machen und dann irgendwie ein Jahr, anderthalb oder zwei dann aufs Motorrad sparen zu müssen, weil ihr dann ganz viel von dem, was ihr in der Fahrstunde oder in der Fahrschule gelernt habt, schon vergessen habt. Und das ist natürlich schade, sodass ihr dann quasi, wenn ihr zwei Jahre später dann wirklich anfangt, Motorrad zu fahren, dass ihr dann ja von Null anfangt. Ja, nicht von Null, aber eben viel davon vergessen habt. Was ihr euch für eine Ausrüstung kauft, solltet ihr natürlich auch immer davon abhängig machen, ob ihr jetzt 16 seid und das Motorrad primär für die Fahrt zur Schule nutzen möchtet oder ob ihr jetzt, sag mal, 55 seid und schon die erste große Tour nach Südtirol geplant habt mit euren Freunden. Das habe ich aber auch schon näher in den beiden Videos erklärt. Als ich damals 16 war und meine Honda CBR 125R gekauft habe, ging es mir wirklich darum, ich habe auf dem Land gewohnt oder ich wohne immer noch, ich wohne wieder auf dem Land, um einfach mobil zu sein. Und das hat mir wahnsinnig viel Freiheit gegeben und entsprechend brauchte ich einfach was Bequemes, was ich zur Schule jeden Tag anziehen konnte. Hab mir einen ganz normalen schlichten schwarzen Carberg-Helm damals gekauft und eine schwarze Textiljacke und bin da wirklich eigentlich Tag ein, Tag aus mit zur Schule gefahren. Oder auch mal, wenn ich zu Freunden gefahren bin, etc. Das war jetzt nicht die sicherste Variante, das war für mich aber damals eine sehr praktikable Variante. So Kevlar-Jeans und auch Motorrad-Sneaker war vor, ja, mittlerweile 12 Jahren auch noch nicht so weit her, muss man einfach sagen. Jetzt gibt es da bessere Sachen und zu Motorrad-Freizeitkleidung haben wir neulich auch ein Video gemacht, das nur mal am Rande. Nur, was ihr bei den Fahrstunden tragt, davon hat euer Fahrlehrer aber auch eine genaue Vorstellung, wird euch dann schon sagen, was er quasi als Mindestanforderung hat. Was vielleicht gehen mag, ist, dass ihr euch sagt, oh, ich fahre sowieso primär zur Schule oder zur Arbeit und werde dafür eine Textil-Motorradjacke tragen und Helm und Handschuh. Dass ihr euch dann vielleicht die Hose während der Fahrstunden leihen könnt. Das ist auch am ehesten was, was ich aus hygienischen Gründen ertragen könnte, selber, wenn ich jetzt an mich denke. Ich würde da echt von absehen, einen fremden Helm während der Fahrstunde zu tragen. Nicht nur jetzt während Corona-Zeiten, es gibt auch zum späteren Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video jetzt meinetwegen in 2, 3, 4, 5 Jahren guckt, dann ist das aus hygienischen Gesichtspunkten immer noch nicht sinnvoll, anderer Leute, ja, Helm zumindest zu tragen. Dementsprechend ist also eine Frage, die ich sowohl auf meinem Helm-Express-Account als auch auf meinem eigenen schon diverse Male wirklich bekommen habe. Brauche ich vor meiner ersten Fahrstunde mein Equipment, meine Motorradausrüstung? Ja, bitte kauf sie dir vorher, weil es macht wirklich keinen Sinn,
die erst nachträglich zu kaufen und dann eben mit dieser unhygienischen, oft nicht auf dem guten Sicherheitsstand befindliche Ausrüstung der Fahrschule zu nehmen. So war es nämlich bei mir damals, die Ausrüstung der Fahrschule, das war irgendein alter Helm, das war irgendeine alte Jacke und das war nicht so sicher, wie es hätte sein können und ihr braucht es sowieso. Wir werden auch nochmal ein separates Video dazu machen, in dem wir euch wirklich 3 Helme, 3 Handschuhe, 3 Jacken, 3 Hosen, 3 Schuhe empfehlen, die man als Anfänger gut nehmen kann. Darum geht es mir aber gar nicht. Ich will euch auch nichts verkaufen oder so. Ich will einfach, dass ihr gleich eine gescheite Ausrüstung habt. Und das gehört auch dafür, nehmt nicht erst das Billigste vom Billigen. Nehmt nicht den 90 Euro eBay-Helm, der vielleicht gerade so eine CE-Zertifizierung hat. Bitte nicht. Es heißt zwar immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Und bei Motorradausrüstung ist es halt wirklich so, habt ihr dann noch eine Chance, ein zweites Mal zu kaufen? Oder ist die Ausrüstung im Zweifelsfall so schlecht, dass ihr gar nicht mehr die Chance habt, noch ein zweites Mal sowas zu kaufen? Also bitte nicht bei der Ausrüstung sparen. Punkt, der sich explizit an alle von uns richtet und nicht nur die Einsteiger bzw. Wiedereinsteiger, ist, dass man hin und wieder mal einen Fahrsicherheits- bzw. auch Kurventraining darauf aufbauend macht. Bei den Trainings habe ich Leute kennengelernt, die tatsächlich jedes Jahr zum Saisonbeginn so ein Training absolvieren oder halt auch beide. Ich denke aber, wenn man das alle 3 bis 4 Jahre macht, ist das schon echt gut. Mitnehmen kann man da aber immer was. In der Regel plant man ja auch voraus, wenn man den Motorradführerschein machen möchte oder sich vielleicht für die nächste Saison wieder ein Motorrad zulegen möchte. Entsprechend könnt ihr antizyklisch kaufen. Im Winter bekommt man teilweise noch bessere Schnapper und kann dann eben seine Ausrüstung im Winter kaufen und sich vielleicht auch noch was schenken lassen zu Weihnachten. Sowas zum Beispiel. Das kann auch nicht schaden. Fakt ist auf jeden Fall, nur weil ihr Anfänger seid oder Wiedereinsteiger seid, darf eure Ausrüstung nicht schlechter sein. Ihr müsst den gleichen Sicherheitsansprüchen genügen wie in Anführungsstrichen Profi- oder fortgeschrittenen Ausrüstung. Das heißt ja nur Einsteigerkleidung, weil man vielleicht ein bisschen preisbewusster ist, weil man den Führerschein machen muss, weil man sich ein Motorrad zulegt und einfach relativ viele Kosten auf einmal kommen. Und es gibt natürlich auch Ausrüstung, die jetzt nicht den großen Markennamen hat oder vielleicht auch nicht so 101% hat oder besonders leicht ist vielleicht der Helm. Solche Sachen einfach, wo man Abstriche machen kann, guten Gewissens, ohne jetzt auf Sicherheit zu verzichten. Und nur das darf meines Erachtens auch Anfängerbekleidung genannt werden. Von Anfängerbekleidung sprechen wir nicht, wenn wir über minderwertige Sachen sprechen. Wir sprachen beispielsweise über den 90 Euro eBay-Helm. Macht das nicht. Zusammenfassend kann gesagt werden, ihr könnt Geld sparen, indem ihr vorausplant, indem ihr antizyklisch kauft. Wenn ihr euch genau überlegt, was möchte ich dann mit dem Motorrad machen, könnt ihr entsprechend die passende Kleidung kaufen und versteht Anfängerkleidung oder Anfängerausrüstung bitte nicht so, dass ihr jetzt minderwertige Sachen kauft. Auf der anderen Seite ist teuer natürlich, wie in allen Bereichen, nicht immer gleich besser. Wo ihr auf jeden Fall regelmäßig Tipps und Tricks findet, ist auf unserem Helmexpress TV-Kanal. Hier seid ihr. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, bewertet dieses Video gerne positiv und checkt unser Instagram aus, dann bleibt ihr auf dem Laufenden und wir sehen uns hier dienstags, donnerstags und sonntags zu neuen Video. Und dann wünschen wir euch eine gute und vor allen Dingen unfallfreie Motorradsaison für alle Neuen, einen guten Einstieg bzw. einen guten Wiedereinstieg. Macht's gut, bis dahin, ciao.